im Mexiko-Bundesstaat Quintana Roo an der karibischen Küste, Playa del Carmen, Cancun, Tulum, Isla Mujeres, Juarez etc., schaltet von Gelb auf Orange, was das C-Wort angeht, weltweit. Ne? Was bedeutet das alles? Ich erkläre alles in diesem Video, also bleibt dran und los geht's. Du weißt, weißt. Dam, da, dam, 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 dam. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich einen Vlog machen oder irgendeinen Kram, irgendwas zeigen oder so da draußen und nicht immer in diesem Zimmer. Aber ihr wollt Informationen. Leute fragen mich nach Infos, stellen mir Fragen über Mexiko, über Playa del Carmen, Tulum, Cancun. Und ich gebe euch das, was ihr wollt: Informationen. In diesem Video geht es um die Stufe Orange. Was bedeutet Stufe Orange? Mexiko, Stadt Quintana Roo. Oh, warte mal zurück. So, Mexiko hat ein Ampelsystem, was diese Geschichte weltweit angeht. Mit C fängt es an. Ich darf das jetzt im Video nicht sagen, sonst werde ich gesperrt oder so. Ne? Auf jeden Fall, es hat so ein Ampelsystem. Das heißt, je dunkler die Farbe, desto weniger Aktivitäten finden hier statt. Ja? Es gibt Grün, Gelb, Orange und Rot. Wir waren jetzt hier in Quintana Roo, das heißt Playa del Carmen, Cancun, Tulum, Isla Mujeres, eben auf Stufe Gelb. Eigentlich seit ich hier bin, ich bin seit Mitte September hier. Ja? Und seit heute ist Mittwoch, ich nehme das Video am Mittwoch auf. Heute ist Mittwoch, seit Montag, den 25. Januar, wurde es auf Stufe Orange geschaltet, von Gelb auf Orange. Jeder so, fuck, was bedeutet das? Was heißt das? Keine Sorge, ich erkläre euch alles, was ich weiß, beziehungsweise ich gebe alles wieder, was ich weiß, und ihr könnt euch dann selber irgendwie ein Bild machen und eben entscheiden. Rentiert sich das jetzt, nach Mexiko zu kommen? Rentiert sich das jetzt nicht, nach Mexiko zu kommen? Bliblablub. Du weißt, du weißt. Kurz zur Info: Ich bin in Playa del Carmen, Kleinstadt an der mexikanisch-karibischen Küste oder so, wie man das so sagte, zwischen Tulum und Cancun. Von 25. bis 31. Januar. Ja, das ist wirklich eine Woche. Kein Witz, für eine Woche ist das so. Vielleicht werden die Maßnahmen auch verlängert. Es müssen schließen Schulen, es müssen schließen Messen, Clubs und Discos, Bars und Pubs. Aber jetzt kommt der Witz: Bars und Pubs haben einen Trick gefunden, aufzubleiben. Ja? Und zwar ist das so, dass du als Barbetreiber musst nicht schließen, wenn du ein richtiges Essen anbietest. Das heißt, viele Bars und Pubs, ja, bieten jetzt Essen an und somit bleiben sie auf. Verstehst du? Du gehst dahin, zum Beispiel, es gibt eine Weinbar hier bei mir um die Ecke, eine Weinbar. Also gehst rein, es gibt halt 1000 Millionen Weine. Und so ein Prosciutto und was weiß ich, so ein bisschen italienisch angehaut, ja. Und normal kannst du da hin und Gläschen Wein trinken, zwei Flaschen, 10 Flaschen, was auch immer, ne. Jetzt, für diese Woche ist es so, dass du da drin Platz kriegst oder dass du da drin was trinken kannst, nur wenn du was zum Essen bestellst. That's it. Das ist einfach eine Lücke im, was weiß ich, im Gesetz, in der Maßnahmen, und so nutzen die Bars das aus. Ich war zum Beispiel gestern hier in der Straße unterwegs, gestern Abend. Ich blende hier kurz ein. Da sind jetzt, weiß nicht, drei Bars oder so. Könnt ihr mal sehen. Da sind so, ja, halb Restaurants, halb Bars. Die haben auf. Also. Und das war, glaube ich, um 9 oder halb 10. Allerdings, alles schließt. Ich glaube, Alkoholverkauf endet hier um 11 Uhr abends. Und alles, also Bars, Restaurants und Pubs, schließen um 11, soweit ich weiß. Ist auch okay, dann geht man halt schaffen, ne? Du weißt, du weißt. Hey, bevor wir weitermachen, mach mal kurz ein Like rein und abonniere deinen Kanal, weil es hilft mir zu wachsen. Es kostet dich gar nichts. Okay, halbe Sekunde deiner Zeit. Klick, klick, bumm, dann. Ja? Und es motiviert alles und die Community wächst und mehr Leute kriegen einfach was davon mit, weil YouTube sieht so: gibt es ein Like, gibt es Comment, gibt es Abonnenten. Das heißt, das Video ist geil, relevant, das wird weitergeteilt und das wird einfach so in die Menge gesprüht. Also, abonniere den Kanal, like, und wir machen jetzt weiter. Du weißt, weißt. Es werden auf 50% runtergefahren. Hotels, Restaurants, historische Plätze, Themenparks, Golfplätze, Outdoor-Fitnessstudios und Sportplätze, administrative Stellen
und beratende Stellen. Also administrative und beratende Stelle brauchen wir jetzt nicht. Ja, aber was bedeutet Hotels? Hotels auf 50% Kapazität. Ich würde sagen, die Nachfrage ist relativ groß hier, weil Mexiko wirklich gerade so eins der wenigen Länder weltweit, was eigentlich gutes Wetter hat, Zugang hier zum Karibischen Meer oder zum geilen Wasser, also warm, weißt du, und Sonnenschein, super, super Wetter, und sie haben jetzt keine irgendwie Massen, wie sagt man dazu, du musst halt nichts machen, um hier reinzufliegen, du musst nicht mal einen PCR-Test machen, ja, sowas. Und die Nachfrage ist so groß, ich denke mal Hotels auf 50%, wenn die Maßnahmen verlängert werden, könnte das sein, dass die Preise steigen für Hotels. Wenn du also überlegst, hierher zu kommen, buch das Ding, weißt du, buch ein Hotel und eier da nicht rum. Ja? Such dir was aus und such nicht nach dem besten Angebot des Lebens oder so. Ja? Deal with it, 100 Euro mehr zu zahlen. Und dann hast du es aber, weißt du, es kann sein, dass in 2 Wochen wirklich das Doppelte heißt. Weil hier haben sie wirklich kein Problem, die Preise doppelt oder dreifach zu machen. Passiert, ne? Das ist halt so Preis und Nachfrage. Was ich aber noch empfehlen würde, ist auf jeden Fall eine Ferienwohnung zu buchen. Viel geiler, kannst du kochen, da hast du irgendwie ein Sofa, je nachdem. Das ist halt so ein bisschen freier, weißt du? Küche ist schon was Nices, muss ich dir sagen, wenn du vor allem so 10 Tage, 12 Tage, 14 Tage, 3 Wochen bleibst. Und ich verlinke hier Airbnb, manche kennen, manche nicht. Über Airbnb kannst du hier ein Ding, Ferienwohnung buchen. Ist keine Werbung, das ist einfach ein Affiliate-Link. Wenn du da dich registrierst, dann kriege ich eine kleine Provision, nicht aber von deinem Geld, sondern Airbnb zahlt mir das. Also Ferienwohnung ist gut oder einfach auf Booking oder so ein Kram ein Hotel buchen. Dann Restaurants, ja, Kapazität auf 50% runtergefahren, das heißt höchstwahrscheinlich werden die Plätze, der Abstand zwischen den Tischen auf 1,50 oder sowas gemacht und dann hast du automatisch Kapazität irgendwie auf 50 oder sogar auf 30% runtergefahren. Ja, historische Plätze, ja, das ist zum Beispiel, das sind diese Maya-Ruinen in Tulum, kann mir gut vorstellen, dass da praktisch eben nur 30 oder 50% der Leute reingelassen werden. Die Frage ist halt, wie viel können da überhaupt reingelassen werden? Also es gibt ja keine so, es dürfen nur 30.000 Leute rein. Außer ist es im Stadion. Also, aber das Stadion ist ja kein historischer Platz. Ne? Aber weißt, was ich meine. Dann Themenparks. Also Themenparks, es gibt glaube ich eins hier oder mehrere. Nicht mein Ding, aber weißt du, was ich meine. So Aquaparks und so ein Schmann. Du hast Karibisches Meer, was für ein Aquapark. Karibisches Meer, da. Also, was haben wir noch? Golfplätze. Playa del Carmen hat einen Golfplatz, falls du ein Golfspieler bist. 50%. Ja, aber ich kenne mich jetzt mit Golfplätzen nicht aus, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Golfplätze überrannt werden. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Outdoor-Fitnessstudios und Sportplätze. Genau, also die Gyms, so Indoor-Gyms, Indoor-Sportstudios, Fitness-Dinger, wie man so sagt, ne? Die sind jetzt geschlossen tatsächlich, komplett, ja, das habe ich vorher nicht gesagt, aber die sind geschlossen. Was aber passiert, ich war heute zum Beispiel beim Sport, was passiert, Playa del Carmen, viele Leute, die hierher kommen, die sind halt so digitale Nomaden oder so kleine Entrepreneurs oder sonst irgendwas, jeder macht so ein bisschen Business, dies, das, Ananas, und es sind viele Fitnesstrainer hier und Ernährungsexperten und Instagram und was weiß ich was. Und viele fangen an zu trainieren. So, hey, komm in meiner Gruppe, zahl es irgendwie pro Monat 50 Euro, kannst jeden Tag trainieren, dreimal am Tag so, jeden Tag so, aber das ist halt so draußen irgendwie auf dem Gehweg oder sonst irgendwas. Ich war gerade eine Stunde, boah, fertig mit den Nerven, richtig krass. Was ich damit sagen will, du hast immer noch eine Möglichkeit, draußen Sport zu betreiben. Es ist gar kein Problem, ja. Und in Playa del Carmen und auch in Tulum gibt es Strandgyms. Strandgyms, das heißt eben, ja, du machst halt Bankdrücken mit irgendwelchen Baumstämmen oder so oder Palmstämmen. Also ja, auch für Instagram ist das ganz gut. In Tulum ist es sauteuer. Ich glaube, pro Tag musst du 20 Euro zahlen. Oder 20, glaube ich mal. Und pro Woche, glaube ich, 100 Euro oder sowas. Und in Playa del Carmen, weiß ich nicht, ich glaube, der Preis ist, glaube ich, 1.500 Pesos, was ungefähr 50 Euro sind. Pro Monat. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die Preise wegen den Maßnahmen, falls sie verlängert werden, doppelt gemacht werden. Also, falls du eine Membership willst, dann versuch das irgendwie online die anzuschreiben, ey, kann ich ruhig vorauszahlen, bla bla, ich komme da und dann hast du das. Ich bin bei so einer Fitnessgruppe draußen, reicht mir vollkommen. Joggen kannst du, alles kannst du machen noch. Dann, was haben wir noch? Administrative Stellen, beratende Stellen, ich habe da jetzt nicht wirklich die Verbindung zu.
weiß nicht, normaler Tourist irgendwie aus Deutschland, glaube ich auch nicht. Also, aber ihr wisst Bescheid. Das war 50%. Du weißt, du weißt. Es werden auf 30% runtergefahren, ja. Also um einiges größer ist die Einschränkung hier. Strände und Parks. Ich war gestern am Strand, ich war vorgestern am Strand. Nichts, wirklich nichts. Da gibt es nicht mal so Gates, also wie sagt man dazu? Du weißt, du weißt. Ja, Leute, die dich kontrollieren, die halt kontrollieren, wie viele Leute auf dem Strand sind. Es gibt keine Stellen, so wo du jetzt durch auf den Strand gehst. Es gibt keine Stellen, die sagen, ja, pass auf, da sind jetzt zu viele oder sind zu wenige, irgendwie sowas. Du läufst einfach durch. Ich war tatsächlich gestern um 2 Uhr mittags am Strand. Normal. Also wirklich, als ob nichts gewesen wäre. Kinos und Theater werden auf 30% runtergefahren. Ich gehe jetzt nicht ins Kino hier oder in Theater. Ja. Einkaufszentren werden auf 30% runtergefahren, das muss ich schon sagen. Ja, das wird krass kontrolliert. Es gibt extra Eingänge in einen Einkauf, dann gibt es extra Ausgänge. Eingang kannst du nicht als Ausgang benutzen oder so umgekehrt. Und beim Eingang steht ein Security und die gleiche Prozedur. Temperatur messen, Gel auf die Hände, dann durch so einen komischen Desinfektionslappen durchlaufen und irgendwie so ein Kram halt. Also das wird schon dann kontrolliert. Hier habe ich vor der Tür so ein 7-Eleven, das ist so ein kleiner, so ein Laden, was alles so hat, so irgendwie so Tante, wie heißt es, Oma Emma, Tante Emmas Laden, irgendwie sowas, ja, so eine Riesenkette weltweit ist es. Und die haben halt tatsächlich, wenn so viele Leute in diesem Laden drin sind, ist halt so 70, 80 Quadratmeter Fläche, Gesamtfläche da drin. Wenn da zu viele Leute da drin sind, sagen die Kassierer so, ey, bleib du erstmal draußen, wart bis jemand rausgeht, so. Das wird schon irgendwie durchzogen. Dann, was haben wir, Warenhäuser, hängen jetzt nicht so oft in Warenhäusern ab. Casinos, ich weiß gar nicht, ob es Casinos hier in Playa del Carmen gibt. Friseure und Schönheitssalons, ja gut, ja, aber es gibt so viele Friseure hier, so Barbershops. Kriegst du auf jeden Fall einen Termin. Schneid dir die Haare, bevor du gehst. Ja. Du weißt, du weißt. Und es bleiben offen, komplett, so, es bleiben offen. Gerichte, Apotheken, Krankenhäuser. Normal. Supermärkte, Basare, so Lebensmittelstände und so ein Kram halt, ne? Banken und Co. bleiben offen. Fischereien, falls jemand interessiert, ob Fischereien offen haben, hier ist die Antwort, ja, Fischereien haben offen. Baustellen und Wäschereien, also kleine so Laundry Services, die haben offen. Du weißt, du weißt. Bei Transport die Einschränkung, eine Person pro Roller oder Motorrad, dürfen keine zwei Personen fahren, ja. Im privaten Fahrzeug, also im privaten PKW, dürfen maximal 4 Personen sitzen, alle müssen Masken tragen, auch wenn ihr verwandt seid, ja, auch wenn ihr irgendwie, weiß nicht, alle Geschwister seid, ihr müsst alle Masken im Auto tragen, weil ich höre das immer wieder von Touristen, dass Polizei wirklich Leute anhält, ja, die Mietautos haben und Touristen sind, und ich glaube 30 Euro pro Person zahlst du, wenn du keine Maske trägst beim Autofahren. Drauf achten, wirklich. Im Taxi inklusive Fahrer dürfen 3 Leute fahren, also Fahrer plus 2 Gäste, ja, auch Masken tragen, wirklich Masken tragen. Wenn auch der Fahrer keine Maske trägt, musst du die Maske tragen. Ja. Und 50% der Kapazität in den öffentlichen, also Busse, Kollektivos, ADO, sowas halt. Ne? ADO ist nicht öffentlich, ist privat, aber ihr wisst, was ich meine, ja, so kleine Busse. Du weißt, du weißt. Nochmal kurz mal zur Zusammenfassung. Für dich als Tourist, wenn du jetzt hierher kommst oder für ein paar Monate hinziehst, ja, das Leben, ich sag jetzt mal zu Vergleich, ist das Leben, ich sehe jetzt hier trotz Orange-Stufe, ist das Leben hier so wie bei uns in Deutschland im Sommer letztes Jahr. Das heißt, Maskenpflicht hast du ganz normal, wenn du in ein Restaurant reingehst, weißt du, wenn du irgendwie am Flughafen bist oder sonst was, Maskenpflicht, dann musst du die Hände desinfizieren, ja. Wenn du krank bist, bleibst du zu Hause, solchen Kram. Aber das Leben geht halt ganz normal weiter und man achtet halt auf gemeinsam, ja, aufeinander, und alles ist gut. Also nur keine Panik schieben, ja.
Ich werde auch diese Übersicht, allerdings auf Englisch, als so ein Bildchen unten mit dem Link verlinken. Könnt ihr draufklicken und das Bild halt anschauen, irgendwie sowas, ja. Falls was ist, schreibt mir in die Kommentare rein. Ich versuche diese zu beantworten in den Kommentaren oder irgendwann mal als Video, gemeinsames Video. Bleibt dran, bleibt gesund, mach's gut, bis bald. Peace, was auch immer. Psch, psch, mach mal so. Ciao. Du weißt, get led weißt.